Ständig ist ja alles nur voll mit Blut und Körperteilen. Es ist doch nicht schön. Und demnächst kommt der König. Dann können wir das doch nicht so aussehen lassen. Was soll der denn denken? Wobei man sich natürlich so auch immer die Zwerge vorstellt, ne? Wie die so vor einer Festung sitzen und alles stürmt auf die ein und die halten einfach stand, kämpfen, ja nicht wankend, mähen sie alles nieder, was versucht die Mauer zu durchbrechen. So. Und zumindest wenn man die Bücher, die Zwerge gelesen hat, da kommt das auch so rüber. Fand ich auch cool, die Geschichte. Ich fand generell viele von diesen Fantasy-Büchern super. Also die sich dann sozusagen auf mehr oder weniger auf die Tolkiens-Geschöpfe, wie sie ja meistens immer heißen, beziehen. Genauso wie die Orks. Vor allem, weil das mal einen Blick auf die Orks wirft. Nicht immer nur das Tumbe. Alles kaputt schlagen. Wir sind für nichts anderes gut, außer Mord und Totschlag. Na, das ist immer so flach gehalten. Aber Orks gibt's ja hier in Dwarfortress gar nicht. Aber wenn es von Markus Heitz ist, dann ja. Ich habe aber letztens erst mitbekommen, ich glaube, ich habe die ersten 4 Bänder hier. Oder 3. Oh, da muss ich jetzt auch, nochmal gucken, wie weit ich die Geschichte von Tulgrim verfolgt habe. Habe ich 3 oder 4? Ich glaube, es gibt jetzt sogar schon 5 oder 6 Teile. Das muss ich auch sagen. Also die Orks in beiden, also auch im Fantasy- bzw. Age of Sigmar-Universum, ich finde die Orks von Warhammer einfach total cool, weil das sind Pflanzen. Das sind einfach Pilze. Intelligente Pilze. Auf die Idee muss man mal kommen. Und vor allem im 40k-Universum auch noch so in der Art so von wegen, ja, wenn genug Pilze daran denken, dass etwas funktioniert, dann funktioniert das, auch wenn das technisch gar nicht möglich wäre. Deswegen finde ich die Orks bei 40k auch total, also da muss man sagen, das ist halt nicht diese stumpfe, alle Orks sind doof und wollen nur töten. Gut, wollen die dort auch. Aber ich finde die Story mit den als Pilz einfach total cool. Wir sind Sporen. Wenn genug von uns irgendwo rumdümpeln, dann werden wir erst zu kleinen Gnots. Und wenn wir ganz viele davon sind, werden wir zu Orks. Und wenn wir ganz viele sind, werden wir einfach noch mehr. Und wenn wir genug sind, dann können wir sogar einen Steinklumpen dazu bringen, als Raumschiff wegzufliegen. Aber ich habe keine Armee von denen. Ja, Tabletop-mäßig, ich habe die Orks für Age of Sigmar, aber nicht für 40k. Ich bekomme demnächst, ich weiß jetzt schon, dass ich zu Weihnachten bekomme ich die neue Killteam-Box. Da sind ja auch dann Orks drinne. Habe ich mir gedacht, das ist bestimmt der perfekte Punkt, um noch eine Armee anzufangen. Ich habe zu viele Figuren hier. Auch der Grund, warum ich zum Beispiel... was wollte ich jetzt sagen? Ich habe die Blood Bowl-Figuren. Ich habe ja auch noch 3 Teams von denen. Alle 3 Teams müssen noch bemalt werden. Ist total traurig eigentlich. Achso. Denk nochmal, was passiert hier? Also etwas, was mich umbringen könnte? Katzen, die kämpfen?
Der Captain of the Guard hat erstmal den Stonecrafter verprügelt. Okay. Sehr gut. Da wurde anscheinend wieder Recht gesprochen. Ich habe mein. Also, ich habe damit vor ein paar Jahren angefangen, einfach nur, weil ich das schon immer wollte, ich die Figuren total cool fand. Und habe mir dann genau zu Beginn von Age of Sigmar, also vor knapp 6 Jahren, die ersten Figuren geholt und auch einfach nur gebastelt und gemalt und dachte mir, oh, eine Spielgruppe in der Nähe gibt es nicht, wie auch immer. Dann habe ich vor 2 Jahren eine Spielgruppe gefunden, die hat sich dann nicht mehr getroffen wegen Corona. Und jetzt habe ich meinen Neffen einfach überzeugt mitzumachen, der ist 13. Und der malt wie ein Irrer. Also nicht immer am ordentlichsten, ja okay, hätte ich in seinem Alter auch keinen Bock drauf gehabt, aber was der an Figuren da weghaut, bis die fertig sind, ne, das geht einfach Schlag auf Schlag. Und dann steht er da immer so, wollen wir am Wochenende mal wieder spielen? Ne, hast du Bock? Und irgendwann denke ich, ich komme nicht hinterher mit meinen Figuren. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen, wie gesagt, ich finde Blood Bowl habe ich als Spiel auch hier. Finde ich auch total cool. Deswegen warte ich auch noch auf die digitale Umsetzung, auch wenn sie sich auf nächstes Jahr verschoben hat. Ne, es sollte ja erst September, dann Oktober, jetzt nächstes Jahr. Und ich hoffe dann immer noch, dass ich bis dahin dann halt mal auch die Figuren da bemalt habe. Dann kann ich total unauffällig in den Blood Bowl Streams meine Figuren zeigen und so total stolz tun. Ne, ich warte ja auch auf das Total War Warhammer 3, das kommt aber ja auch erst später. Ja, die Closed Beta von Blood Bowl war ja auch schrecklich. Also ganz ehrlich, ich habe die ja gespielt, die konntest in die Tonne treten. Den ersten Tag ging es noch, da habe ich den Leuten auch noch unterstellt, dass die einfach aufhören, weil sie punktmäßig zurücklagen. Aber nachdem ich die nächsten beiden Tage die Probleme hatte, selbst immer rauszufliegen, kann ich denen das nicht mehr übel nehmen. Das Spiel war einfach unspielbar. Es sah schlechter aus als der Vorgänger. Also, dass sie das in diesen anderthalb Monaten oder 2 fertig gekriegt hätten, habe ich auch bezweifelt. Trotzdem nervt es mich, wenn das um über 3 Monate nach hinten verschoben wird. Halt genauso wie Warhammer 3, wo sie gesagt haben, das kommt noch dieses Jahr, das ist auch auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Also ich habe jetzt aktuell das Problem, dass ich 3 Spiele, die ich unbedingt spielen möchte, das sind Blood Bowl, Total War Warhammer 3 und KSP, anscheinend alle im selben Quartal rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Das Problem ist, ich habe einfach zu wenig Zeit in dem Quartal. Also, ich werde ja nicht mehr Zeit kriegen, nur weil es mehr Spiele gibt. Deswegen war mein Plan ja eigentlich so: fängst im September an mit Blood Bowl 3, dann kommt Oktober, November, kommt dann halt Total War Warhammer 3. Bis dahin hast du, keine Ahnung, die Hälfte aller Teams in Blood Bowl mal gezeigt oder hast dein Skaven-Team so weit gebracht, dass du sagen kannst: okay, die Leute haben genug gesehen. Dann machst du Total War Warhammer 3, machst halt die Kampagne dann. Die schaffst du dann vielleicht sogar bis Februar, März dann durch. Und kannst dann direkt in KSP 2 übergehen. So war mein Plan. Die Entwickler haben sich aber gesagt: dein Plan ist doof. Du darfst alles auf einmal spielen. Ja, wobei ich davon ausgehe, KSP wird sich wahrscheinlich auch noch mal verzögern. Ne, es stand, glaube ich, mal Q1 2022 dran. Ich glaube, letztens, wo ich geguckt habe, steht nur noch 2022. Kann mich aber auch verguckt haben. Also, ich weiß nicht. Vielleicht verschiebt sich mein Plan einfach im Gesamten nach hinten. Ne, Blood Bowl 3 im Januar, dann bis März.
dann Total War und dann irgendwann im Sommer, wahrscheinlich genau dann zu meinem zum Sommerurlaub oder sowas, kommt dann KSP 2. Habt ihr eigentlich das ganze Essen hier oben, das habt ihr alles hier liegen lassen, ne? Weil der Futterstockpile unten wahrscheinlich zu klein ist. Jo, ist halt voll. Soll man machen. Sitzt ein Kind. So, es ist jetzt schon der 11. Monat. Ich glaube, im Winter kommt wirklich keine Migrantenwelle. Manchmal steht das ja auch hier, dass hier dann steht, diesmal kommt nichts. Wir können das halt leider erst festlegen mit den Migranten. Oder ob der König mit den Migranten kommt, wenn die nächste Migrantenwelle auch da war. Sonst erfahren wir das nicht. Da muss ich hin. Dachte ich. So, wo sind denn die? Ja, bauen einfach nicht. So, kann ich einfach sonst noch mal so... Ich suspende die einfach noch mal. Dann kommen die neu in die Liste. Kann ja klappen. So, einfach noch mal... Sozusagen noch mal neu reinladen. So, okay. Dann... Gucken wir mal. So, Körperteile und so weiter liegen immer noch rum. Ja, das Problem an dem Plan, dass der halt verschoben wurde, ist halt einfach nur, dass ich deswegen aktuell halt nicht genau weiß, was ich spielen soll. Also nur Dwarfort, das weiß ich nicht. Dann habe ich wieder so einen Überhang, was YouTube angeht. Und ich habe nicht die Zeit, das alles sauber zurechtzuschneiden. Wie, du musst nach der Frau schauen. Ja, natürlich, mach ruhig, alles gut. Ich kenne das beim Zocken, muss ich auch immer gucken, wo mal, ob mal ab und zu mal gucken, was meine Frau so treibt. Was ist denn jetzt? Solange die Pumpen nicht gebaut werden. Wobei die Pumpe wurde die Pumpe gebaut. Die eine Pumpe jetzt da. Na, ich gehe in die falsche Richtung. Soll schon nach unten gehen, statt nach oben. Pumpe. So, die Pumpen sind da. Da ist halt der Bo. Ja, super. Da müssen wir jetzt warten, bis dieser Boden da ist. Woher funktioniert das nicht? Weil erst wenn der Boden da ist, kommen wir dahinter an die Corkscrew und dann können wir den Boden wieder abreißen, um dann die Pumpe zu bauen. Das ist total bescheiden, aber es funktioniert nicht anders. Jetzt fühlt sich nur leider überhaupt keiner zu berufen, waiting for construction. Das kann jeder dämliche Zwerg, kann diesen dämlichen Fußboden da reinbauen. Macht das doch einfach. Genauso wie sich hier unten aktuell kein Mechanik berufen fühlt. Also du bist schon wieder suspended. Genauso wie du. Okay, ist egal. Das wird schon. Holz. Achso, ja, ihr bringt das Holz jetzt wieder unten. Okay, die Räder sind ja da. Wie viel Power haben wir denn jetzt eigentlich? 2400. Ist eigentlich nicht schlimm, ne? 2400. Das müsste doch reichen für die Pumpen nachher, ne? In der Theorie. Wir müssen halt noch sehr viel Weg auch zurücklegen. Na, hier steht noch nichts. Wir haben auf alle Fälle erstmal hatten wir jetzt über 100.000 plus gemacht, was den Wert unserer Architecture angeht.
Das betrifft ja nur das Engraven hier unten. Gut, das ist eine ordentliche Fläche. Plus die Kammer vom König. Mehr haben wir ja gar nicht gemacht. Also die scheint dann gut zu sein. Da dürfte sich keiner beschweren. Die Frage ist halt nur, reicht die Ausstattung? Braucht er noch was? Wenn er erstmal hier ist. Was brauchen zum Beispiel unser Bürgermeister? Wir können ja mal gucken. Oder unser Duchi. Du brauchst zum Beispiel 5 Chests. Also Weaponwax. Guck mal, da braucht er auch 3. Wir haben 4. Armor Stands haben wir 4. Kabinetts haben wir nur 2, glaube ich. Und Chests haben wir 4. Also, der Typ ist schlechter ausgestattet. Also der König ist nachher schlechter ausgestattet. Wie der Duchi. Das geht ja nicht. Also bekommst du noch ein paar Kisten. Aber wohin? Die müssen ja nicht im Schlafzimmer stehen. Wir können auch Kisten ins Esszimmer packen. Ne? Sowas hier zum Beispiel. So, packen wir hier noch ein paar Kisten. Packen wir da noch hin. Das sind 4 Kisten hier rein. Ja, nicht nix. Na, da noch ein Koffer. Haben wir noch einen richtig schönen? Ne, einen richtig schönen haben wir nicht mehr. Nehmen wir den. Ja. So, haben wir das. Und dann brauche ich aber noch die Kabinetts. Das passt sogar. So, dann haben wir die Mindestausstattung, die auch der Duchi hat. Sogar ein bisschen mehr. In am schönsten. Und hoffen dann jetzt einfach, dass das dann nachher reicht für unseren König. Der aber wohl wirklich nachweislich nicht mehr in diesem Quartal kommt. Der kommt dann wohl erst im Frühjahr mit der ersten Migrantenwelle. Also auch erst im nächsten Stream. Der leider erst in der übernächsten Woche ist. Oder vielleicht am Sonntag. Ich glaube, Sonntag ist der 24. Ich bin mir halt gerade überhaupt nicht sicher, ob ich erst am 23. oder am 24. Ich glaube, erst am 24. komme ich wieder. Und da das knapp 3-4 Stunden Fahrt sind, ich dann relativ früh schon vorher auf den Beinen bin, trotzdem erst dann nachmittags, abends hier. Warum ist denn jetzt der Geist hier? Da steht einer unserer Wasserquelle. Ja, super. Die Gräber schon. Sind die schon wieder voll? Ich kann mir das nicht stellen. Nein, sind sie nicht. Wir haben noch Platz in den Gräbern. Okay, wir brauchen einen neuen Slap. So, für dich. Denn noch irgendwas gegeistert? Nee. Okay, ein Geist ist da. Dann warten wir halt auf den Geist. Auf den Slap, um den Geist loszuwerden. Ich hoffe, da kümmert sich gleich einer rum. Aber die Engraver haben ja theoretisch gerade eh nichts zu tun. Dann kann der sich auch mal um eins von diesen Slaps kümmern.